Hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Ich habe letztes Mal die Folge ziemlich abrupt beendet. Das war nicht mal Absicht von mir. Ich habe gesagt, jetzt beenden wir die Folge für heute und habe beim Heute-Sagen auf Aufnahme beenden gedrückt, obwohl ich eigentlich nur auf Escape für Speichern und so drücken wollte. Aber gut, jetzt geht's weiter mit der nächsten, mit der zweiten Folge, mit der echten Folge. Hä? Und stopp, halt, ich verdrück mich. Ich wollte eigentlich nur die FM-Fall in die Hand nehmen. Heißt sie so? Die FN-Fall. Denn wir gehen jetzt wieder ins Ödland. Und wir haben jetzt wieder eine weitere Reise vor uns. Ich mache jetzt einen Abstecher über Modok, denn die alte Bess, die verletzt mit einem gebrochenen Bein am Boden liegt, habe ich nicht vergessen. Lenny, unser Arzt, wird sich die Kuh jetzt mal genauer ansehen, wenn wir lebendig da ankommen. Aber wir sind jetzt eine ganz andere Truppe wie die, die sich damals aufgemacht hat. Deswegen glaube ich, dass wir das hinkriegen. Wir werden nicht mal von irgendwas aufgehalten. Ah, jetzt. Ich habe es mir schon gedacht. Eine Truppe von Straßenräubern. Oh, ja. Das muss jetzt sein. So, und ich kriege gleich mal einen kritischen Treffer ab. Das geht gut los. Ich speichere trotzdem. Ich speichere hier bei Kampf. So, und jetzt versuchen wir mal unser Bestes. Wie sehen denn meine... Okay, ich brauche keine Nahkampfwaffen benutzen. War eine blöde Idee. Die FM-Fall kriegt später ein anderer. Ich kriege jetzt erstmal ein Stimpack. Ich hätte, kann auch eigentlich noch ein zweites vertragen, aber jetzt benutze ich mal meine Aktionspunkte und laufe Richtung Gegner. Au, ich werde ganz schön umgebracht. Au. Okay, und schon bin ich tot. Damn it. Ja, aber das war jetzt auch ein bisschen Pech. Gleich am Anfang ein kritischer Treffer. Das würde ich gerne nochmal so versuchen. Und wenn es wieder nicht hinhaut, dann laufen wir einfach weg. Aber ich glaube, wir haben jetzt echt eine Chance gegen die Penner hier. Die sind nur echt nervig und blöd und Arschis. Blöde Arschikerle. Lasst uns in Ruhe. Ich zeige euch alle an. Ich nehme noch eins. So. Jetzt sieht die Sache gleich ganz anders aus. Also zumindest ein bisschen. Sulik wurde aber anscheinend auch getroffen. Ja, aber die haben es echt auf mich abgesehen. Die schießen alle auf mich. Das ist problematisch. Yeah. Au. Au. Haha. Oh nein, schon wieder tot. Ich werde dauernd kritisch getroffen von denen. Die haben es ganz schön mit ihren kritischen Treffern. Mensch, dabei habe ich doch so einen hohen Glückswert und die doch nicht, oder? Dachte ich zumindest, aber scheinbar haben die auch einen hohen. Dann laufe ich weg. Die sind irgendwie ganz schön krass bewaffnet, die Kerle. Boah, spinnt die. 55 Trefferpunkte. Okay, die sind krass. Nein, die sind einfach ein bisschen zu krass. Mit denen wollen wir uns, glaube ich, nicht anlegen, oder? Die haben Sulik umgebracht. Ey, was für... Hat die eine vollautomatische Schrotflinte oder so? Total verrückt. Ich weiß nicht, ob wir hier lebendig rauskommen. Was ist denn jetzt los? Ich habe doch eigentlich direkt vor meinem Zug gespeichert und jetzt auf einmal... Ha, verstehe ich nicht ganz. Jetzt dürfen alle zweimal, nur ich darf nicht. Und jetzt bin ich tot, ohne was machen zu können. Ich glaube, wir laden nochmal das Savegame hier. Wir hatten da gerade irgendwie ein bisschen Pech. Also machen wir das Ganze nochmal. Gehandelt habe ich schon, oder? Ja, gehandelt habe ich schon. So, dann komm mal her.
Hallo? Hilfe? Hallo? Wo seid ihr denn alle? Kommt mal her, Begleiter, bitte. Entschuldigung, wo gehst du denn hin? Genau dich habe ich gesucht. Nein, stopp, stehen bleiben. Mein Gott, Hilfe. Okay, tauschen. Du kriegst jetzt nämlich eben, wie vorher besprochen und dann doch nicht durchgeführt, zu deiner Schrotflinte noch dieses Gewehr. Und weißt du was? Nimm noch eine Granate. Warum denn nicht? Stimmt eigentlich, Granaten gegen die Raider, die hätten wahrscheinlich geholfen. Aber ich bin auch ein ganz miserabler Werfer, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie der Werfskill aussieht. Na, er benutzt lieber die abgesägte Schrotflinte, tatsächlich. Hey, ich will dir nicht reinreden, ist okay. Behalt die FM-Falle einfach als zweite Waffe, wenn du willst. Wahrscheinlich hat er eine persönliche Bindung zu seiner Schrotflinte. Will ich ihm gar nicht irgendwie streitig machen. Hey, ich dachte echt, mit den neuen Rüstungen und da wir jetzt zu viert sind, kommen wir klar mit den Raidern. Und dann kommen die Raider offensichtlich irgendwie abgegradet nochmal mit mehr Waffen, mit irgendwas, das da macht. Und uns alle mit 55 Schaden zersägt. Are you crazy? You Raider Bunch. I think so. Nicht schon wieder die gleiche Raider-Gruppe, oder? Und ich krieg gleich wieder einen Treffer ab. Aber keinen kritischen diesmal. Trotzdem, ich speichere hier wieder. Ich kann nichts anderes machen, als hier zu speichern. Und zu versuchen, so schnell wie möglich da nach unten zu laufen. Alle laufen weg, nur Cassidy geht in die Schlacht. Ich hoffe, der übernimmt sich nicht ein bisschen. Oh, ich habe Angst um ihn. Nein, der hat so viel Schaden schon eingesteckt. Gerade wollte ich sagen und dann war er auch schon tot. Ach, verdammt. Würde ich es jetzt überhaupt zum Ausgang schaffen? Ja, jetzt hätte ich es geschafft. Nein, das geht natürlich nicht. Ich lasse natürlich keinen sterben hier. Jetzt haben wir nun wieder das Problem, dass ich schon wieder nicht darf, obwohl ich gespeichert habe, bevor ich gezogen bin. Und ich glaube, wir haben jetzt wieder so einen Bug, der verhindert, dass ich mich bewegen darf. Ah, jetzt darf ich mich bewegen. Soll ich vielleicht durch die Menge durchlaufen? Ist wahrscheinlich eine verrückte, blöde Idee, oder? Aber dann haben die mehr Ziele, auf die schießen können und konzentrieren sich nicht so auf einen. Vielleicht erhöht es die Überlebenschance der Gruppe. Vielleicht gehen aber auch einfach trotzdem alle auf Cassidy. Das kann schon sein. Au. Der schießt auf mich. Gut. Die schießt auch auf mich. Nicht gut. Okay. Er lebt noch. Er ist tot. Das gibt's doch nicht. Was seid denn ihr für verrückte Kerle? Und warum kriege ich meinen ersten Zug nicht? Der ist halt echt irgendwie wertvoll und wird mir einfach genommen. Das ist echt schlecht. Au. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch und kann jetzt weglaufen. So, mal schauen, wie es läuft. Vielleicht haben wir jetzt einfach mehr Glück. Und wenn nicht, dann habe ich noch einen Plan. Einen Versuch würde ich dann noch unternehmen. Eine Runde, bitte noch alle überleben. Die kriegen aber auch nicht mal den Kerl da in der Lederrüstung mit dem Messer tot. Die sind einfach verrückt irgendwie. Hahaha. Hat gerade seinen eigenen Mann erschossen. Das ist, finde ich, gut. Und wir leben alle noch und können fliehen. Ach, Gott sei Dank. Wollen wir einen Meter nach drüben gehen? Und hier mal kurz unser Lager errichten, bitte. Bis wir geheilt sind. Ja, durch diese ständige Gruppe heilen geht so viel Zeit verloren. Und ich weiß ja nicht genau, da läuft, glaube ich, schon eine Uhr im Hintergrund, die irgendwie misst, wie lange wir brauchen. Und das beeinflusst, glaube ich, Sachen. Ich weiß es nicht mehr genau. So ein offensichtliches Zeitlimit wie im ersten Teil gibt es ja scheinbar nicht mehr. Aber ich glaube, irgendwie sowas in der Art schon noch.
Aber ich finde, wir sind in Gecko Bunkerstadt relativ gut vorangekommen, oder? Finde ich schon. Und bald haben wir ein Auto, wenn alles gut läuft. Dann kommen wir sowieso noch viel schneller voran. Speichern. Reise. Ja. Und weiter nach Medak. Mann, die Gegend hier ist echt gefährlich. Boah. Bin ich froh, wenn wir jetzt dann wieder im Startgebiet sind. Ich muss jetzt mal eben kurz gucken, wo uns Vault 15 eigentlich eingezeichnet wurde. Also ich meine, fürs Auto müssen wir eh zurück nach Dan, aber ich würde gern Vault 15... Ah, nee, warte, hier ist Broken Hills eingezeichnet worden. Naja, ist ja wurscht. Wir werden es schon finden. Gehen wir nach Medak. Modok. Irgendwie so. So, wo war die verwundete Kuh? Um die würde ich mich jetzt gerne als erstes kümmern. Beziehungsweise, gab es nicht einen Händler? Ich meine, im General Store gibt es ja irgendwie nichts zu kaufen, haben wir festgestellt. Aber ich brauche 2 Dynamitstangen, weil ich gern 2 Sachen einfach testen würde. Ich würde gern einfach Sachen testen. Dafür bin ich bereit, jetzt auch mal ein bisschen Geld zum Fenster rauszuwerfen. Ah, du hast gar kein Dynamit. Dann muss das wohl eine Verwechslung sein. Tut mir sehr leid. Dann nix für ungut. Ich dachte, irgendwer würde mir Dynamit verkaufen. Aber wer? Ah, da ist die verwundete Betsy. Oder Bess. Schnell, kommt alle her. Da ist die Kuh, die ich gefunden habe. Kann die bitte mal irgendwer heilen? Ich glaube, jetzt läuft wirklich Lenny hin, oder? Genau. Guck. Und Lenny hat die Kuh geheilt. Lenny, du bist der Beste überhaupt. Die Kuh macht Mu und freut sich Juhu. Ich weiß, es ist ein Brahmin, aber Brahmins sind auch nur Kühe. So wie Ghule nur Menschen sind. Ne? Finde ich. So. Na, 200 Erfahrungspunkte fürs Kuhheilen. Das ist doch schön. Da können sich alle freuen. So. Könnt ihr euch noch an die Hühner erinnern? An die gefährlichen Hühner? Mir ist nämlich was eingefallen. Ich weiß wirklich nicht mehr, was genau uns jetzt gleich nochmal erwartet. Aber ich weiß, glaube ich, ich kann mich erinnern, dass man diese Felswände hier wegsprengen kann. Ach verdammt, wem habe ich denn das Dynamit gegeben? So wird es natürlich nichts. Einer von euch hat Dynamit. Ja, ich muss jetzt wieder alle Begleiter durchgucken, weil ich nicht mehr weiß, wer das Dynamit bekommen hat. Wahrscheinlich Sulik, oder? Bestimmt der Sulik. Moment, habe ich gerade mit Sulik geredet? Nee, Quatsch, der hat ja einen Head. Einen Talking Head. Nein, Sulik ist der Seilminister. Muss ich mir merken. Sulik ist für Seile verantwortlich. Bist es dann du? Habe ich dir das Dynamit gegeben? Oder hat's etwa... Nee. Lenny hat's nicht. Aber irgendwer hat's. Du hast es. Danke. So, jetzt aber. Das war's erstmal. Okay. Jetzt gehe ich nochmal hier rein. Inventar. 1 Minute. Fallen lassen. Ich glaube nämlich, wir können die Steine tatsächlich wegsprengen. Leute, wir müssen jetzt ein bisschen weg hier, bitte. Alle weg. Alle raus. Und können mal schauen, was für ein seltsames Monsterhuhn sich da im Stall verbirgt. Vic, wo willst du denn hin? Der ist verrückt. Genau, komm du wieder raus. Oh oh. Ja, die Steine sind weg. Und eine Deathclaw kam draus. Oh Gott, das ist schlimmer, als ich dachte. Eine Todeskralle. Ich glaube, ich speichere jetzt hier mal auf ein Test-Safe-Game oder so. Ich hätte vorher speichern sollen, ich Idiot. Ich weiß nicht, wie wir mit einer Todeskralle fertig werden sollen. Wir werden mit überhaupt nichts fertig. Wir sind totale Idioten. Ich kann versuchen, Granaten zu werfen.
Oh Gott. Das ist echt eine Todeskralle, oder? Oh Gott, das ist eine Todeskralle. Ich hab noch gesagt, wo hat die denn die Eier her? Und jetzt haben wir hier eine Todeskralle. Oh oh, und jetzt hat sie uns bemerkt. Ich warte hier mal. Ich gehe ein bisschen nach vorne und warte hier mal. Oh Gott, Leute, geht nicht so nach hinten. Ihr bringt euch um. Wir haben keine Chance gegen das Tier. Oh Gott, und ich werf wie ein blinder Wolf. Bewohner dieser Stadt, Hilfe! Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe einen Huhn befreit. Ich kann nur hoffen, dass es vielleicht erblindet. Oh, es läuft weg. Ist es blind? Läuft es weg, weil ich es echt erblinden lassen habe? Ich glaube nicht. Das hat aber anscheinend ziemlich viele Bewegungspunkte, das Ding. Wir kommen gar nicht hinterher. Wir müssen es in die Enge treiben. Wir haben es in die Enge getrieben. Jetzt kann es nicht mehr weit. Aber in die Enge getriebene, verwundete Tiere sind die schlimmsten. Okay, soweit kann ich leider nicht hinterherkommen. Für mich endet hier die Map. Ihr müsst es bitte jetzt alleine machen. Hm. Ich beende jetzt den Kampf mal. Ich gehe mal in den Hühnerstall. Schulik und die Deskler kommen wieder. Was haben wir denn hier? Kadaver. Gehört jetzt die Deathclaw zu mir ins Team? Die geht jetzt so hinterher. Das war jetzt witzig. Die ist so mit uns mitgegangen und dann ist ihr aufgefallen. Oh, Moment mal. Was mache ich da eigentlich? Die gehören ja gar nicht zu mir. Die sind ja gar nicht mein Rudel. Und dann ist sie schnell weggelaufen. Die war jetzt ein bisschen verwirrt, die arme Todeskralle. Aber komm, wenn man so ein Speer ins Auge kriegt, dann kann das schon mal passieren. Arme Deathclaw, oder? Armes Tier. Kommt schon, jetzt könnt ihr schießen, Leute. Nein, nicht mir hinterherlaufen. Auf die Todeskralle schießen. Bitte. Cassidy. Was ist mit dir los? Jetzt versperrst du mir hier auch noch den Weg. Jetzt seid ihr alle kaputt, oder wie? So, danke. Ich muss auf Todeskrallenjagd gehen mit meinem Speer. Ich bin nämlich so badass. Dass ich Todeskrallen jage. Jawohl, da hat es wieder einen Treffer abgekriegt. Jetzt haben wir es in der Falle. Da kommt es nicht mehr raus. Hinterher! Los, alle rein da! Jawohl. Nicht mehr entkommen lassen jetzt. So. Ich weiß nicht, warum da die Kuh ist. Will uns die Kuh helfen oder ist die Kuh ein Verbündeter? Hilft uns die Kuh? Ist es die Bestie, die wir geheilt haben, die uns jetzt im Kampf gegen die Todeskralle unterstützt? Ich glaube schon. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht genau, warum ich und Sulik allein gegen die kämpfen. Warum machen denn die anderen nichts mehr? Und warum flüchtet die vor uns? Ich meine, Gott sei Dank, die würde uns zerfetzen. Die hat zum Glück kein einziges Mal angegriffen. Vielleicht habe ich sie wirklich geblendet mit meinen Speerstichen. Arme Todeskralle, oder? Ja, dabei ist sie doch nur ein großes Huhn. Wir gehen jetzt. Sagt er zwar, aber bewegt sich nicht. Na toll, dann sitzen wir jetzt fest. Dann beginnt die Todeskrallenjagd jetzt wieder. Ach, wie viel kann das Ding noch aushalten? Aber die Kuh hilft uns wirklich. Die gehört zum Team anscheinend. So gut wie tot. Hat schwer verletzte Glieder. Schwere verletzte Glieder hat sie. Und Sulik will das Herz der Todeskralle essen. Das kann er von mir aus auch gerne machen, mein Gott. Wenn du es brauchst bei ihm, will ich ihm dann nicht im Wege stehen.
Ach, komm schon, wir kriegen das Ding einfach nicht tot. Aber so eine Todeskralle ist halt krass. Ich muss die echt irgendwie ernsthaft verwundet haben, zum Glück. Und jetzt laufen wir durch die ganze Stadt und verfolgen dieses mutierte Superhuhn. Na kommt schon, kann das mal jemand töten, bitte? Leute, ihr habt Schusswaffen, benutzt die doch mal. Ich muss, glaube ich, nochmal an unserer Kampftaktik ein bisschen feilen. Ich glaube, das ist noch nicht so optimal. Ihr sollt mir erstens nicht alle hinterherlaufen die ganze Zeit und zweitens dürft ihr viel aggressiver sein. Viel aggressiver. Viel aggressiver. Yeah, Deathclaw erledigt. Können wir zwar nichts looten, aber das war ein... Also das können wir uns jetzt auf unsere Visitenkarten schreiben. Die Todeskralle wurde getötet. 800 Erfahrungspunkte für den Kampf. Wow. Wie schön, dich wiederzusehen. Schön, dass du meinen Supermutantenhuhn getötet hast. So, wir haben die Bess gerettet. Wir haben die Todeskralle getötet. Wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, warum eigentlich. Weil ich meine, hey, es war nur eine Todeskralle. Also, ich meine, die haben da... Ich meine, Eier und so. Aber gut, wie auch immer genau die Umstände waren, die dazu geführt haben, dass die in diesem Stall eine Todeskralle hält und Eier aus ihren, Omelettes aus ihren Eiern macht. Wie auch immer das genau passiert ist. Okay, was könnten wir denn hier noch machen? Die goldene Uhr, ja genau, die goldene Uhr. Plumpsklo. Vielleicht ist die goldene Uhr im Plumpsklo. Oh, ich kann da runterklettern. Felsen liegen da. Okay, Felsen. Ich dachte schon, das wäre was anderes. Oh, hier ist eine Maulwurfsratte. Und da ist die goldene Uhr. Wollt ihr mich veräppeln? Ohne Witz jetzt. Das ist aber ein Riesending. Aber hey, die goldene Uhr ist tatsächlich hier unten zusammen mit einer Schaufel und Obst. Ja, Maulwurfsratte. Ich speichere mal. Ich sag noch zum Scherz, ob die goldene Uhr im Plumpsklo ist. Und auf einmal klettern wir runter im Plumpsklo. Dann ist da die goldene Uhr. Crazy shit. Ah nein, aber hier ist verschüttet. Wahrscheinlich müssten wir hier auch erst freisprengen, oder? Freisprengen können. Müsste man freisprengen können. Genau. Ja, dann bräuchten wir jetzt Sprengstoff. Sprengstoffe. Aber wo kriegen wir Sprengstoff her? Gibt es hier unten zufällig Sprengstoff? Ich hätte hier gern Sprengstoff. Schauen wir mal. In der Stadt gibt es irgendwo Sprengstoff. Ich bin mir ganz sicher. Hallo. Und jetzt? Kannst du handeln? Du hast eine Flinte ohne Munition und ein bisschen Geschnetzeltes. Und einen Dollar. Auf Wiedersehen. Ach, du warst der Uhrenauftraggeber. Du bist der, der beschuldigt wird, die Uhr geklaut zu haben. Hast du die Uhr zufällig im Plumpsklo runtergespült? Weil dann bist du wirklich schuld. Aber wenn nicht, dann nicht. Dann tut's mir leid. Wer bist du denn? Ein Stadtmensch. Hallo Stadtmensch. Ich komme vom Land. Sogar ziemlich vom Land. Aus einem kleinen Dorf. Einem kleinen Naturvolkdorf. Also so richtig. Ländlicher wird's nicht. Da war ein kleiner Junge drin, oder? Ganz komisch irgendwie, der gesagt hat, hau ab, du. Hey, I'm still growing. I need my sleep. Der wohnt hier. Hier wohnt ein kleiner Junge, der auf Englisch mit mir redet. Ein kleiner englisch sprechender Junge, der seinen Schlaf braucht, weil er noch im Wachstum ist. Und recht hat er damit. Verdammt recht hat er. Hey, du Barkeeperin. Du, gib mir tauschen. Na, eine Magnum und Geld brauche ich auch nicht.
Brauch weder Magnum noch Geld. Na gut, gehen wir in ein anderes Gebiet hier. Hier gibt es ja noch ein paar andere Gebiete, mindestens zwei. Ach, komm schon, NPC. Mein Charakter ist so blöd. Hey, läuft mir jetzt eigentlich echt die Bess hinterher, weil ich sie geheilt habe? Ist die jetzt eine Begleiterin? Ist Bess jetzt... Das wäre so cool, wenn man Brahmin als Begleiter hätte. Aber es ist glaube ich, nicht so. Ich könnte mich nicht erinnern, dass es eine Brahmin-Begleiter-Kuh gibt. Aber die wechselt auch Gebiete mit mir. Grund, sagt sie. Gaunz, sagt sie. Oder, nee, Grunz. Grunz, sagt sie, die Bess. Und wer bist du? Schlucht, Schnief. Ich vermisse meinen Sohn. Vielleicht ist dein Sohn nur da oben in der ist es der da oben in der Schupfe, in der Schnupfel, in der Schneune, in der Schnanenschneune? Ich weiß es nicht, aber irgendwo habe ich einen Sohn gesehen. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ein Sohn war. Aber irgendwen habe ich irgendwo gesehen. Aha, eine Kirche. Warum nicht, wenn ihr meint? Wann haben wir hier? Hey, Mr. Shotgun, wer sind Sie denn? Ich heiße Griesham. Willkommen in meinem Schlachthaus. Willst du was abliefern oder mitnehmen? Mitnehmen wohl eher, Reiseproviant. Ah, natürlich, natürlich. Mal sehen. Für unterwegs empfehle ich das weltberühmte gedörrte Brahminstreifenfilet. Sehr haltbar und schmeckt lecker. Nur $10 pro Packung. Interessiert? Ich nehme eine Packung. Gut, es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Auf Wiedersehen. Den könnte ich nach der goldenen Uhr befragen. Warte! Du scheinst ein fähiger Reisender zu sein. Willst du nicht zufällig ein bisschen Geld verdienen? Sicher. Super. Geh nachts zu den Weiden und erlege das Rudel wilde Hunde, die meine Brahmin angreifen. Komm wieder, wenn der Job erledigt ist. Ende. Werde ich jetzt dahin teleportiert? Ah ja. Ich habe gehört, die sind wilde Hunde, die Ärger machen. Kommt nur her, ihr. Keine Brahmin angreifen. Oh oh, da kommen sie, die wilden Hunde. Schnell, wir müssen den Kampf eröffnen. Ja. Angriff. Würde ich sagen. Angriff ist die beste Verteidigung. Und Verteidigung ist eine noch bessere Verteidigung. Vier Treffer, vier Schadenspunkte. Was sind das für ein Hund? Der beißt durch meine Metallrüstung durch, als wär's Styropor oder so. So, Begleiter, ihr dürft gern mitmachen. Danke. Wo laufen denn die Hunde hin? Greifen die hier wirklich Brahmins an oder greifen uns jetzt die Brahmin an? Kommen die Brahmin auf mich zu? Wollen die mich jetzt attackieren? Ich hoffe mal nicht. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Okay. Die Wölfe greifen auf jeden Fall die Brahmin an. Wow, wow. Die haben so komische Knoten hinten am Schweif. Oh nein, ein Brahmin tot. Ja, aber da konnte ich jetzt wirklich nichts machen. Ich glaube, die Brahmin laufen nur zufällig in meine Richtung. Ich glaube, die fliehen einfach nur, oder? Ich glaube schon. Laufen wir mal so weit, wie es geht, Richtung Hunde. Ich muss halt an ganz viel Kuh vorbei. Das ist das Problem. Die essen die Kuh jetzt nicht mal. Die wollen einfach nur töten. Töten! Naja, ist schon okay. Lass die mal. Die sind ja noch jung. Leute, hört auf, mir hinterher zu laufen. Greift Gegner an. Ich muss das echt unbedingt in deren KI noch einstellen, weil das ist super nervig und bescheuert. Einfach nur bescheuert. Brahmin, kämpft doch mit uns. Cassidy ist neben mir der Einzige, der bis jetzt mal einen Wolf angegriffen hat. Der hat zweimal geschossen bis jetzt. Alle anderen sind da unten nur am Rumlaufen, wie verrückt. Guck, jetzt haben die zwei Kühe getötet. Das hätte vermieden werden können, wenn alle mitkämpfen würden. Das müssen wir echt unbedingt irgendwie noch feintunen, weil das macht so überhaupt keinen Sinn. Das ist sogar ziemlich bescheuert und frustrierend. Aber irgendwie kommen die auch nicht so richtig dran, oder?
Hey, Sulik hat's wenigstens versucht. Ist gut. Hauptsache, du versuchst es. Es kann nicht immer jeder erfolgreich sein, aber versuchen sollte man's. Das ist alles, was ich von euch verlangen kann. So, Vic. Vic, der gehört dir, der Wolf. Hol ihn dir. Naja, gut. Kannst ja auch den holen. Hey, Abstauber. Okay. Kann ich auf den einhauen? Ja. Ach, verdammt. Machen wir einen gezielten. Ach, daneben. Ärgerlich. Yes. Ah, der lebt ja noch. Jetzt aber nicht mehr. Ach, bis wir die ganzen Wölfe, die sich jetzt hier in alle Himmelsrichtungen verteilen, eingefangen haben. Also gejagt haben. Nicht auf die Kühe schießen. Gut gemacht. So, hier müsste irgendwo einer sein, oder? Oh Gott, den kann ich nie im Leben anvisieren. Ich versuche jetzt mal den irgendwie... Nein, eben nicht. Nein, auch nicht. Hier ist so ein bisschen Ohr. Ah, tatsächlich. Ah, und daneben gestochen. So viel Arbeit für nix. Ich laufe schon mal den anderen Wölfen hinterher. Hey, wenn wir uns nicht ein bisschen beeilen, sind bald keine Kühe mehr übrig. Laufen die jetzt weg? Oh Gott, das wird wieder eine Hetzjagd hier. Und die Kühe laufen mit. Wahrscheinlich wollen jetzt die Kühe mit den Wölfen durchbrennen oder so. Das ist so eine heimliche Liebesgeschichte. Yay! Das war offensichtlich ein ziemlich guter Treffer. So, keine Ahnung. Jetzt müssen wir noch versuchen... Ich glaube, jetzt flüchten alle, oder? Im Grunde. Ach, Mist. Kickt sonst irgendwo hin. Nicht auf die Kuh schießen! Ja, genau, Wolf. Greif mich an. Bleib bei mir. Das ist gut. Hey, bist du bescheuert? Wir sollen doch auf die Kühe aufpassen und die nicht erschießen. Aber hey, wenn ich unserem Arzt eine Magnum in die Hand drücke, muss ich damit rechnen, dass sowas passiert. Selber schuld. Na, Wolf, du bist aber auch ein bisschen zäh, oder? So. Kommen die jetzt wieder? Haben wir jetzt Krieg mit den Kühen, weil wir eine davon umgebracht haben versehentlich? Ich hoffe nicht. Ich habe echt Angst, dass uns die Brahmen angreifen. Warte mal, ist die grüne Kuh da immer noch die Bess? Kommt die immer noch mit uns mit? Ich finde das so super. Ich finde das so super, dass wir die Bess jetzt dabei haben. Granatenzeit. Minus 77, 76%. Gut genug. Ich habe tatsächlich getroffen. Ich glaub's nicht. Ich bin der beste Granatenwerfer überhaupt. So, lassen wir sie erstmal laufen. Die kommen wieder. Sag ich doch. Waffe wechseln. Vielleicht können wir gleich den da über uns erwischen. Nein. Aber jetzt wahrscheinlich. Na komm her. Ah, da muss man dann schon treffen. Ja, ja, den haben wir. Da war es nur noch einer. Ich versuche den mal ein bisschen hochzutreiben. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich dachte, ich kann weiterlaufen. Das war jetzt eine Fehleinschätzung meinerseits. Hey, der hat sich gar nicht bewegt, der Wolf. Er will nicht mehr kämpfen. Er hat resigniert. Er sagt dann, komm her und töte mich. Und ich sage, okay. So, ich glaube, dann haben wir jetzt alle Wölfe, oder? Kann das sein? Haben wir alle Wölfe? Kühe, ihr seid jetzt nicht irgendwie sauer auf uns, oder? Weil sonst bin ich sauer. Ah, da ist noch einer. Komm her, du. Lauft, Kühe, lauft. Da ist noch einer. Nee, warte mal, warum denn den Kampfmodus beenden? Spinnst du jetzt, Spiel? Der steht direkt neben mir und du sagst, okay, keine Gegner mehr da. Und die laufen alle in meine Richtung, weil sie Idioten sind.
Nur Sulik nicht. Sulik ist cool. Warte mal, es befinden sich angeblich Feinde in der Nähe. Deswegen kann ich den Kampf nicht beenden. Okay. Jetzt haben wir es aber, oder? Keine Wölfe mehr weit und breit. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, wir können gehen. Mu, mu, mu machen die. Sehr gut. So, wer von euch ist jetzt unsere gute alte Bess? Moment, ich höre einen Hund bellen. Ist das nur Kulisse? Oder ist wirklich noch irgendwo ein Hund? Nicht, dass ich jetzt zu früh gehe und dann ist die Quest gescheitert. Nee, ich glaube, wir haben alle Hunde. So, und jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir da, wie bestellt und nicht abgeholt. Na gut, Leute, ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Like und Abo wäre wie immer ein Traum. Und beim nächsten Mal reden wir mit unserem Questgeber, mal schauen, ob das hingehauen hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.